herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, Leute. Wir schauen uns jetzt an Knossi und Trimax Setzen Pizza vom Erfinder des Pinas Teigs. Die haben hier ihre eigene Pizza und ja, da wird der Teig erstellt. Life could be a dream, if I could take you up in paradise up above, if you would tell me. Jetzt schon nur fressen. Moin Leute, Trimax hier. Wir sind heute in Italien, in Rom, da wo die Pizza halt wird. Unser Pinsateig hergestellt wird, in großen, großen Mengen, alles per Hand gezogen. Wir haben hier den Erfinder, die Familie. Chillig. Hier vom Pinsateig, die das auch erfunden haben. Das wollen wir uns jetzt unbedingt reinziehen. Der Teig ist das Herzstück unserer Happy Slice Pizza. Der gibt's immer noch nicht bei mir in der Region. Teilt uns von allen anderen Pizza und das Geheimnis wollen wir uns jetzt hier mal richtig schön reinziehen. Knossi ist auch dabei, der hat auch einen Vlog, könnt ihr euch auch sehr gerne reinziehen. Das wird geil, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Buongiorno, wir drehen ein Porno. Let's go. Was? Buongiorno, wir drehen ein Porno? Oh, krass. Ich dachte gerade, jetzt kommt was Italienisches und dann so. Aua. Das ist mein italienisches Kenntnis. Geil. So, welcome in Rome. Oh, thank you very much, ja. Geiles Lob auf jeden Fall. Lasse, guck dir mal den Teppich an. Tastes different. Mein lieber Mann. Mr. Di Marco, nice to meet you. Doch, du sprichst ja Deutsch, ist ja Wahnsinn. Mr. Di Marco, nice to meet you. Okay. Ey, das hat so richtig Robert De Niro Vibes. Boah, krass. Ich sag dir das, ich hab den Mann gesehen und dachte, ich bin im. Alles klar, ich habe jetzt die Hälfte noch nicht verstanden. Film, ich bin bei der Party, ich bin da. Hoffentlich gibt er mir keinen Kuss auf die Stirn. This is a pleasure for us auch, to work with you guys, ja? Yeah? It's really a pleasure. Es ist wirklich wichtig, mit euch zu arbeiten. Tasted so many Pinsa in Alemannia, in Germany. Free Mehlsorten. Komm, ich weiß ja nicht, was Mehl heißt. Geil, er ist auf jeden Fall ein guter Geschäftsmann. Also wenn ihr Geschäfte machen wollt, Knossi an, nicht Julian. Vince Corrado Di Marco, the owner of the company, the founder of the company. Er stammt aus einer Größe. One of the oldest, biggest family in Italy. Italienischen Familien. So it was summer. Es war im Sommer 2000. Of 2001, he called me in his office. Nochmal in seinem Büro. He told me, Alberto, er meint zu mir, ich möchte eine Revolution. To make a revolution in the pizza market. Im Pizzageschäft, Mann. And they say, oh, what do you mean for a revolution? Ich sagte, was meinst du? Ich möchte keine Runde oder Oval. We won't make any more round, but oval, and we won't call Pizza machen, aber sie. It any more pizza, but pizza. Are you okay? Do you feel okay? Ihn, ob es ihm gut geht. Hey, let's go to the hospital and we do some check because he had. Leute, ich hab keinen Bock mehr, immer jeden Punkt zu halten. The heart problems and whatever in the past, right? Okay. But he told me one thing that I will remember for the rest of my life. He told me, literally, Alberto, never swim in the same sea where everybody are swimming. He understood the pizza market was going to be full, too much full of competition. Ja, es ist schon sehr, sehr voll. The school is so putting on the market new operators and new businessmen. I like your father has this Robert De Niro charisma. You know? This is what I love. Like for me, this is very special to sit here. Okay, that's what I'm doing, and now this is Trimax. Yeah, see. Oh, it's from Nike, yeah? from Nike. And he will do later a pizza for us, yeah? For the hair. Wunderbar ist das. Wunderbar. Bei den vielen Haaren braucht man Trimax noch was für seinen Bart da unten, Leute. Wie ein Märchen. Toll. Übrigens, an der Stelle nochmal alles Gute, Trimax, für dich und deine Freundinnen. Die haben ja, sind verlobt jetzt. Dauert nur 3 Jahre, bis sie heiraten. Klasse. So, wir sind angezogen. Es geht rein. Unglaublich geiles Gespräch. Wahnsinnige Erfolgsstory. Wir sind mega happy, mit denen zusammenzuarbeiten. Klar, die verkaufen wir jetzt noch Teig. Nein, Happy Slice, warte mal. Wir gucken jetzt mal ernsthaft Happy Slice. Gibt's das in meiner. Ich gucke jetzt mit Absicht. Kann ich jetzt nicht. Hat Happy Slice keine eigene? Wir jetzt bestellen Happy Slice.
Das ist doch jetzt nur Nürnberg, ne? Keine Ahnung, Nürnberg. So, nö. Was sagen wir da dem Tiergarten? Wir gucken jetzt, was an Nürnberger Tiergarten geliefert wird. Es gibt Happy Slice in Nürnberg. Geil. Gut, haben wir das Thema auch geklärt. Ja, die müssten eigentlich mal so eine Liste machen, statt wo sie Leute haben. Sascha. Jetzt bestellen. Ich würde halt gerne wissen. Nee, ich würde gerne wissen, wo die sind. Weil das ist wieder kacke gemacht. Ich hätte gerne eine Map. Sieht die normalerweise aus. Die Pinterform hat immer dieses rechteckige Ovale. Aber unsere ist natürlich rund. Wir wollen natürlich klassisch Pizza, runde Pizza. Das kennen die Leute, das liebt ihr. Wie im Freizeitpark. Ja, guckt ihr es an. Jeder Teig wird bei uns handgezogen, von der Hand bearbeitet. Sehr, sehr, sehr krass. Schau, wie viele Leute hier stehen und den Teig bearbeiten. Krass. Das ist Wahnsinn. Es hat auch eine monotone Arbeit, ich weiß nicht, ob die so geil ist. Wenn ihr zu Hause eine Happy Slice gegessen habt, dann war das einer dieser Leute, die... Sondern ich muss noch mal kurz eine Pause machen, ich muss noch mal strollern. Ich bin gleich wieder da, Leute. So, da bin ich wieder. Ich habe auch ein Mikrofon schon mal angeschaltet. Ich habe mir noch was zu trinken geholt. Das heißt, wir können gleich chillig weiterarbeiten. Ja, Kopfhörer auf. Einmal nochmal das Ding einrichten und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Die euren Teig gezogen haben. Die riechen fantastisch und sehen geil aus.
Hey Leute, ich muss noch so viel von YouTuber kurz ziehen. Gönnergy habe ich noch nicht probiert. Guck ich gerade am Schritt. Nee. Ich habe noch nicht den hier auf Pizza probiert. Wieder reinkommen. Ich würde am liebsten einfach ein Stück ab. Wir kriegen gleich Pizza weg. Und dann essen wir gleich. Schockfrosting ist hier. Zack. Wieso hat er seinen Mundschutz schon nicht wieder gescheit drauf? Schau mal, der Temperatur und dann in die Verpackung rein. Wow. Da sieht man es nochmal. Ja. Das ist Cross in very. Sieht aber geil aus. Die Sache ist halt, ist es wirklich so bei jeder Pizza. Kann ja niemand sagen. Genau so ist es. Geiles Bild. Wir sind kurz davor, die 250.000 Pizzen zu knacken. 250.000 verkaufte Pizzen, was völlig crazy ist, nach 13 Wochen. Wir sind mit 72 Stores gestartet. Die Nachfrage war unglaublich hoch. 20 Stores, also eine Kette, die für uns produziert hat. Wir haben ja Ghost Kitchens. Wir kamen nicht hinterher, das heißt, es sind direkt 20 Filialen weggefallen. Aber inzwischen haben wir 101 Filialen. Das 101 Filiale, das ist schon brutal. Absolut verrückt. Also wir sind in 46 deutschen Städten und es gibt nur 90 Städte mit über 100.000 Einwohnern. Da wollen wir überall hingehen und auch die kleineren Städte funktionieren unglaublich gut. Das heißt, wir sind... Ja, wir haben über 1.000 Einwohner. Wir haben über 10.000 sogar. Wir sind fast bei 100.000. Aber irgendwie habe ich das Gefühl bei Happy Slice, wenn ich da reingucke, wenn man Richtung uns, also wirklich im Süden, sind die nicht so verankert. Da gibt es nicht so viel. Wir sind jetzt bei 100 Stores, wir wollen auf 200, 250, wenn alles klappt, hochgehen. Ich habe ja erstmal hier den Teig gesehen, wie hochwertig das ist und wie teuer der auch vom Einkaufspreis ist. Das ist das auch, was uns absolut von den anderen Kontrahenten entscheidet. Und bei uns verdienen ja am meisten die Stores. Das sind meistens kleine Pizzeria in einem Dorf, in einem Ort oder sonst wo. Die laufen okay, die haben nicht so viele Bestellungen, die haben auch viele Leute, die da essen. Die haben das Personal eh in der Küche, die haben eine hochwertige, nice Küche. Die werden komplett eingearbeitet von unserem Team, können da richtig Kohle verdienen. Das meiste kriegen wirklich die Stores. Ist doch geil. Wenn es so ist. Unser bester Laden hat jetzt gerade im Monat 22.000 Euro an den Laden ausgezahlt. Das ist verrückt. Für die ist das ein Segen, die können es nicht fassen. Wir haben unfassbar viele Bewerbungen. Die wollen alle mit Happy Slice zusammenarbeiten, weil ihr einfach bestellt wie Sau. Dann hören wir. Ja, das Problem ist nur, wann ist diese Hype-Kurve, die jetzt haben? Wobei, das habe ich bei Gönnergy auch schon gesagt. Wenn die Hype-Kurve abflacht, was machen wir dann? Natürlich auch absolut auf die Community. Es wird noch, weil einige haben gesagt, der Käse, da geht noch mehr. Wir werden zusätzlich noch Gouda zum Mozzarella hinzufügen. Das geht nicht so schnell bei so vielen Läden. Wir haben insgesamt 24 Tonnen Gouda bestellt, nur um das da dann dazu zu mischen zum Mozzarella. Also es ist völlig crazy, auch wie viele LKW-Ladungen hier losfahren. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Echt, kommen die LKWs, fliegen die das nicht rüber? Kommt mit der Bahn Verspätung. Stellen die Dimension. Hier geht's gleich weiter. Bei uns macht das gleich die Marco eine Pizza, die er mag. Hallo, Jens, hi. Original Italian stuff. Ja. Perfekt. Can we make picture? Foto. Die Ladi, poi. Party Ladi, komm. Ist auch geil für die Firma eigentlich. Das würde ich als Firma sogar aufhängen. Macht man das traditionell? So wird das in Italien noch gehört? So ist das. Es ist wirklich der Erfinder, das ist unfassbar. So geil, wie Knossi einfach 20 Minuten mit dem Deutsch redet. Er versteht keine Worte und er redet 20 Minuten auf Italienisch mit Knossi, versteht auch kein Wort. Aber der hat geilo. Das ist eine schöne Zeit. Oh, aber das ist wirklich. Ist from Italia? Ja. Alto Adige. Aha. Wir bleiben noch ein paar Tage länger, ich finde es super hier. Er zeigt jetzt, ich bleibe noch ein paar Tage länger, ich finde das super hier. Geht? Okay. Und dann machen wir gleich unser. Aber ja, italienische Pizza, ja, Italien essen ist eins der geilsten Länder für Essen. Deutschland ist Art, wir haben super geiles Essen in Deutschland. Bei Deutschland ist halt nur für den Schweinebrand, stehst du halt gefühlt 5 Stunden in der Küche. Das ist halt scheiße. Eigentlich, wir ziehen selber per Hand. We start from the outside, pushing down a little bit the edge. And then we go in the middle. You gotta go very gentle, like playing a piano. Okay. Sì, ci siamo, guarda. Ich würde gerne wissen, wer hat mehr, wer, also wer schafft von beiden bessere Pizza? Licht ab. It's very soft. And you want the table. Du fängst an.
Und du fängst an. Not so easy. It seems easy. Oh, ich sag dir, das ist so weich, das ist unfassbar. Dann zuerst. Ach so, Edge first, sorry. Ja, Edge first. Take it from here to the table. That's it. Yeah. It's it, you think it's good? Yeah. Aber das ist das Problem jetzt. Ja. Okay. Show you the trick from the bottom. The hand like this. Aha. Okay, so you can work with it. What the fuck? You know, extreme stuff. See? All the flour goes out. Die Pasta. Wow, aber das ist perfetta. Alter, ist ja weich, dass du es getragen bekommen. Ja, danke. Babene macht das, Babene. Klasse. Sieht wirklich richtig gut aus. Ja, es sieht richtig geil aus. Jetzt habe ich Hunger auf Pizza, ihr Wichser. Mm. Jetzt kommt gleich die heiße Phase. Hat er gesagt, so die Hand rein. Und? Oh, Wahnsinn. Gut. Hammer. Das noch nicht, aber gut, das ist auch nicht rund. Wir gehen da auch ein bisschen so. Wie erkennt man es denn am besten? Ah, okay. No coffee. Always from the bottom. Ah, okay, okay. Das ist die Pizzaform. Schön viereckig. Schön viereckig. Aber der Chef persönlich müsste auch mal Pizzabäcker gewesen sein, ganz am Anfang seiner Karriere. Das ist die Handschrift draußen. Ja, wirklich. Ich mache jetzt einfach noch eine, weil wir alle Hunger haben. German. Aber wir machen heute noch einen zweiten Block. Wir gehen heute noch dreimal essen. Aber die Pizza muss sein. Ja. Wir gehen heute noch zweimal essen, geil. Ich dachte, wir werden Bocke alle Popo alle Mann. Wie geht's? Also. Ja, genau. Oh, und was ist? Stracchino. Stracchino. Was ist das? Stracchino. Was heißt das? Noch nie gehört. Stracchino e was? Erdbeer. Mozzarella di Bufala. Ah. Ist es die Bufala? Die Bufala. Also es gibt ja Mozzarella. Leute kennen meistens Mozzarella, aber der richtig gute Bufala. Leute, ich glaube, bitte das Ding an. Das ist doch jetzt schon lecker. Aber die Bufala. Super. Ich würde gerne wissen, wie die das genau machen bei der Pizza. Wie das riecht. Die Bufala. Das ist der Happy Slice Teig. So muss der aussehen. Nimm auch noch einen Teig. Mach auch mal. I do, ja. Das ist der. Upsala. Warte mal. Keine Problem. Der wird gut. Gut, ich habe ein bisschen die Reihenfolge vermischt, aber jetzt finde ich ihn gar nicht mehr. Okay. Ey, Knossi ist echt manchmal richtig verloren. Der Pizzateig? Der ist gerade unter Mehl. Das ist schön vergraben jetzt. Ich glaube, das ist ein richtig guter jetzt. Das ist ein bisschen dünn geworden. Ja, das ist perfekt. Capito? Ja. Eliminare. Entschuldigung. Entschuldigung. Mensch. Ich chiesto scusa. Alter. Da kommt man aber direkt auch wieder vielleicht auf neue Ideen für neue Kreationen. Ja, 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 ja. Und jetzt einfach frei, bitteschön. Wollt ihr auch? Nur auch, gell? Direkt willst du. Ja, da kommen sie direkt. Und direkt? Ja, da kommt das Kamerateam immer. Wenn zum Essen ist, ist jeder da. Der ist der Kameramannzug da. Ja, komm, nimm dir. Ach, das ist fertig? Das muss das ist fertig, ne? Das hat er einfach so auf den Teig gehauen. Das ist für mich aber keine richtige Pizza. Ich weiß nicht, ob man eine Pizza verkaufen kann, wenn man den Teig fertig backt und dann einfach oben drauf legt, aber... Hä? Also für mich ist das keine fertige Pizza. Also, wow, das ist so gut. Das müssen wir so in die Karte reinigen. Haben wir so eine ähnliche? Mozzarella kann man nicht so beliefern. Das ist schon krass, ne? Ja. Das ist wirklich richtig krass. Das sage ich nicht nur so, das ist wirklich heftig. Ich weiß nicht. Aber mir doch irgendwie die Tomatensoße. Das ist heftig. Ja, der Tomato ist cooked with some salt and sugar. Oh, ja. Spezial, ja. Gut, Trimax kann aber auch ständig futtern.
Wäre schon eine geile Aktion, einfach nur so eine Pizza-Firma wirklich mal besuchen. Und zu sehen, wie sie das machen. Die ersten Tomaten, glaube ich, die ich mag. Das ist meine Pizza. Tomatensauce drauf. Schön dünn. Das kommt richtig schön Mozzarella drauf. Wahnsinn. Okay, genau. Mozzarella? Buffalo. Mozzarella di Bufala. Ja, die Bufala. Das ist der originale Mozzarella, für die Leute, die nicht wissen. Also, der richtige Mozzarella besteht nicht aus Kuhmilch, wie jeder hier im Handel hat, sondern aus Mozzarella-Milch. Aus Büffelmilch. Gibt's in Deutschland nicht so leicht zu kaufen. Er sagt, Margarita ist für die armen Leute. No Margarita. Gell? Finita. Er sagt, Margarita kommt dir nicht ins Haus. Guck mal, aber das ist jetzt originale Pizza. Margarita è il colore della bandiera italiana. Bianca. Alles klar. Rossa, verde. You say that it's the color of the Italian flag. The queen? Yeah. Can you repeat it? In Napoli, there was a queen called Margherita, so the Neapolitan people invented. Yeah, die Geschichte kenne ich schon langweilig. Pizza for the queen. That's why. Pizza insgesamt ist eigentlich ein arme Leute essen. Das macht das Ganze noch viel lustiger. Das hat ja irgendwann jemand erfunden, einfach alles draufgehauen, was man noch im Haus hatte. Und so, was rauskommt. Klasse. Wow. Boah, das ist direkt rein. Schön. Alter, das ist noch warm. Er guckt entgeistert. Wie können die das essen? Italien. Rot, grün, weiß. Wow. Questa, no. Rot, grün, weiß. Margherita, questa. E diciamo sempre che è finita la Margherita. Wow. Noi diciamo questa. Olivenöl drauf gemacht, das ist ja krass, ne? Super. Really crispy. Ja. Super. Pizza ist aber auch fast immer geil. Du kannst fast nichts falsch machen bei Pizza. Also die Tomaten, die kannst du gleich hier. Upsala, die kannst du gleich ordern hier. Kannst du sagen, können sie beim nächsten Mal gleich mal noch eine Kiste mitschicken. Von ihren Tomaten. Die sind unfassbar, diese Tomaten. Zucker, Salz, Pfanne, Tomaten. Peperoncini. Peperoncino Rosso. Ich will mal dran schnuppern, wenn der das rausholt. Und doch so ein Knoblauchpulver. Hier ist Feierabend gleich. Es ist ziemlich rot. Oh, das ist. Eieiei. Ei, ei. Bitteschön. Ah, er nimmt ganz wenig. Das kann ja nicht so scharf sein. Das ist ja unser Döner scharf. Ja. Knoblauch. Rotes bisschen. Stinkst noch drei. Aber es ist geil, dass der Chef auch selbst Hand bei sowas anlegt. Das ist eigentlich auch nicht üblich. Normalerweise machen das tatsächlich Presseleute, Leute für Presse und. Das gibt es ja extra Abteilungen dafür meistens. Tanto aglio. Qual è il provo? Ich möchte hier den Vlog nochmal festhalten, dass meine zweite Pizza in den Ofen geschoben wurde und Knossi zweite Pizza wurde zerknödelt und dahin wieder hingeschmissen. Hat ihm nicht gefallen. War nicht gut die genug. Die Teigform. War nicht gut genug. Hat er gesehen, hat er dann wieder weg. Ohne was zu sagen. Einfach so, die kommt dir nicht auf den Tisch. Gut, ein bisschen Perfektionist kann man schon sein. So aus, ja. Besser für gut. Danke. Besser, besser. Danke, hast du gesagt, gell? Passat. Okay, ich leck ab. Na, zahle ich einmal so, oder? Jetzt! Sei, ma poco. Nix. Tanto. No. Sale? No. Sale, auch ob Salz? Salz. Ha detto, va bene? Bene, bene für mich. Bene. Aber no hot. Schöne Office, ja. Passe tutto bene. Tutto bene. Geil. Tutto bene. Maximum. Si. Ja. Und auch hier, e poi, schön alles. Si. Tanta pulizia. Oh Mann, das Knossi so lost ist auch manchmal. Schwieriges Thema. Ja, letztes Mal trinken alle. Questi li facciamo noi. Du hast ihn gemacht. Guys, be careful with this one, Oh wow. Jetzt ist die Frage, schmeckt man da die Schärfe raus? Krass. Alter, der hat einfach nur eine unglaublich geile, scharfe Tomatensauce. Geil, geil. Ey Leute, ich bin echt ein Fan von Schärfe. Bei der Pizza. Bisschen Öl, Salz, Oregano, passierte Tomaten, Chili-Schärfe. Sehr gut. Was really, really nice. To meet you, the legend. Si parla con gli occhi, domandiero. Ja, bene. Und all these creations. Very, very nice. Thanks a lot. Haben die gerade noch was gesoffen? Really, really Mucho good. Grazie.
Nee, mille grazie. Das war Spanisch. Mucho grazie. Mucho, meinst du, so viel Dank, oder? Ich hab echt keinen blassen Schimmer. Grazie, mille. Das ist Spanisch. Allora, pass auf. Guck mal. Hai pesate, bravo. Guck mal. Forte. Gut. Forte, gut. Es ist lustig, sowas zu sehen, aber ich habe davon so viele Kurzvideos gesehen. Super, gut. Jo, very good, ciao, ciao. Prego, prego, compagni, kommst du mit? No, vengo, du, Raule. Raule. Jetzt knallt richtig rein, jetzt hier auch. Laktose. Laktose, dicker Mann. Problema. Una pill? Oh, prego. Una pill. Quella bisognava prenderla prima. Alles klar, ich will nicht wissen, was der gelabert hat teilweise. Gestern war ich noch auf Spanisch, weißt du, jetzt bin ich schon auf Italienisch. So, das Video ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure... Leute, ich hoffe, euch hat auch mein Video gefallen. Schreibt gerne eure Stadt rein, um Helbenslice zu haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.